Leute, es ist endlich soweit. 2500 Abonnenten auf YouTube. Das feiern wir heute mit diesem Video. Wir haben eine coole Challenge für euch am Start und auch ein richtig, richtig geiles Gewinnspiel. Also wenn ihr mehr erfahren wollt, dann bleibt dran. Es ist soweit, Freunde. Wir haben nach 7 Jahren und über 100 Videos für euch den nächsten Step auf YouTube erreicht. Wir haben die 2500 Abonnenten jetzt knacken können. Endlich. Mega geil. Und da möchten wir heute mit diesem Video und einem kleinen Gewinnspiel Danke sagen. Als erstes wollen wir natürlich euch danken dafür, dass ihr uns jetzt schon seit so langer Zeit begleitet, fleißig kommentiert und für Stimmung in den Kommentaren sorgt. Genau, dafür einfach mal ein fettes Danke an euch. In Vorbereitung dieses Videos und bei der Planung dieses Gewinnspiels haben wir uns überlegt, wir fragen bei unseren Freunden vom Angelshop Gerstner mal an, ob sie uns für dieses Special mal wieder mit ein paar Gewinnen unter die Arme greifen. Und die Antwort von Matthias und seinem Team war einfach nur, Jungs, was braucht ihr? Also unser zweites Dankeschön natürlich erstmal die Leute, die dieses Video für euch hier erstmal möglich machen und auch coole Gewinne für euch am Ende, das Angelshop Gerstner Team. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns auch jetzt schon seit einer ganzen Weile unterstützt und uns immer mit coolen Gadgets und auch generell für unsere Community hier unter die Arme greift. Also riesen Dank an Matthias und sein Team. Und wenn ihr mal im Onlineshop beim Angelshop Gerstner bestellen wollt, nicht vergessen, der Code HMDBMW10, ja, bei eurer Bestellung kriegt ihr am Ende noch Rabatt und unterstützt unseren Kanal, damit weiterhin solche coolen Gewinnspiele hier für euch auf die Beine gestellt werden können. Was Bestandteil von dem Gewinnspiel ist, was wir hier vorhaben. Wir sind in der City, wir wollen hier ein bisschen Streetfischen, haben eine Challenge mitgebracht und wie das Ganze ablaufen soll, was wir genau vorhaben und was ihr gewinnen könnt, wie wir es mit dem Gewinnspiel machen wollen, das erfahrt ihr jetzt. Ihr seht es ja auch, Freunde, wir befinden uns hier auch wieder mitten in der Innenstadt in Leipzig an einem meiner Lieblingsgewässer, hier so ein ultra winziger Graben, an dem es auch schon ein paar Videos von uns gegeben hat. Und eine Sache habe ich mir schon immer mal vorgenommen und zwar habe ich hier schon sehr viele verschiedene Fischarten gefangen an unterschiedlichen Tagen. Und wir haben uns überlegt, für unser Abonnenten-Special jetzt hier mal eine kleine Fischarten-Challenge zu machen und einfach zu gucken, aus so einem kleinen Stadtgewässer, aus so einem kleinen Stadtgraben, wie viele Fischarten können wir da rausholen und das Ganze für euch mit einem Gewinnspiel zu kombinieren. Und zwar wollen wir es so machen, wir wollen heute schauen, wie viele verschiedene Fischarten können wir fangen. Ja? Wenn wir eine Fischart gefangen haben, abgehakt haben, dann geht es weiter an die nächste. Ich habe hier uns mal eine kleine Liste gemacht, wo ich all die Fischarten, die ich hier schon fangen konnte, alle, die ich hier für irgendwie möglich heute zu fangen halte, aufgelistet habe. An all diese Fischarten, die wir abhaken können, kommt ein Häkchen dran und je Fischart, die wir fangen, gibt es für euch ein geiles Gewinnpaket vom Angelshop Gerstner. Für die Situation hier heute eignet sich natürlich eine Polbrille super. Gewässer ist mega flach. Wir haben schön Sonne hier, zumindest an anderen Stellen von dem Gewässer. Das heißt, wir wollen wirklich viel auf Sicht angeln, denn auf Sicht lassen sich auch eigentlich ganz gut zumindest Fischarten wie zum Beispiel Karpfen, Barbe, Hecht oder sowas identifizieren. Das heißt, wir können auch wirklich gezielt Fische anwerfen, ja, Fische, die wir fangen wollen, um halt wirklich unsere Liste hier Stück für Stück abzuarbeiten. Einige Sachen halte ich für wirklich sehr, sehr wahrscheinlich. Also jetzt zum Beispiel Döbel oder so sollte jetzt hier wirklich kein Problem sein. Ukelei auch. Wir haben unterschiedlichste Ausrüstung dabei. Das zeigen wir euch auch gleich noch, was wir an Ruten mitgenommen haben, was wir an Ködern mitgenommen haben. Und jetzt, wie gesagt, wir haben schon sehr viel gelabert. Wir haben gar nicht viel Zeit heute nach der Arbeit, einfach ein paar Stunden bis in die Dunkelheit hinein. Denn vielleicht ein paar Raubfische werden sich auch erst in der Dunkelheit zeigen. Deshalb, ja, das ist unsere Liste. Die werden wir abhaken. Und je abgehakter Fischart gibt es für euch einen Gewinn. Den gibt es natürlich erst am Ende vom Video. Also ihr werdet am Ende des Videos noch erfahren, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Jetzt wollen wir erstmal loslegen, denn wir müssen natürlich erstmal ein paar Sachen abhaken, dass ihr was gewinnen könnt. Also Freunde, los geht's. Ich war gerade schon mal ein bisschen scouten und habe ein wenig Schwimmbrot reingeworfen. Und die gehen hier gerade ab wie die Guppies. Döbel, Karpfen, ich bilde mir ein, auch eine Schleie gesehen zu haben. Ich bin sehr zuversichtlich. Also wenn das nichts wirkt, sind wir zu blöde. Geil. So, ihr seht schon, an Köderpalette haben wir wirklich alles Mögliche mitgenommen. Ja, von Maden, klassisch für unsere ganzen Weißfischfreunde. Mais, auch mal ein paar experimentelle Sachen, Kichererbsen, Boilies, auch immer so eine Sache, die ich auf Karpfen hier sehr gerne einsetze. Ja, solche Poppies.
Frühstücksfleisch auch mal vielleicht für Barbe und Co. Der ganz große Klassiker, wie Jonas schon gesagt hat, Schwimmbrot. Ja, das ist auch immer so ein kleiner Trick oder ein kleiner Tipp von mir. Immer bevor man an irgendeiner Stelle anfängt zu angeln, immer mal was reinschmeißen, um zu gucken, sind die Fische überhaupt aktiv? Nehmen die das überhaupt auf? Weil wenn ihr da gleich schon am Anfang euren Haken drin habt, kann es natürlich sein, dass die Fische einfach gleich verprellt werden, wenn sie am ersten Stück versuchen zu beißen und dann merken, ah, ist ein Haken dran. Immer erstmal ein bisschen positive Emotionen der Fische damit assoziieren lassen, ja, dass die merken, och, kann ich ohne Argwohn fressen. Dann natürlich auch für die Raubfische haben wir ein bisschen was an Auswahl dabei, ja, an Kunstködern. Das muss man dann mal sehen, je nachdem, wie gut man welche sieht. Würmer auch Klassiker, ne? Das sind meine zwei Routen jetzt hier. Ich habe mich für meine Ultralight-Routen entschieden, einfach weil... Okay, nochmal. Also ich habe mich jetzt hier für meine Ultralight-Routen entschieden. Auf der einen habe ich jetzt hier schon so einen Boilie montiert. Die andere habe ich freier gelassen, um die mit Kunstködern fischen zu können, beziehungsweise auch da einfach ganz normal Vorfach einzuhängen, um jetzt zum Beispiel auf Weißfische zu angeln. Das werden wir jetzt, denke ich mal, am Anfang auch probieren oder dann Vorfach für Schwimmbrot einzuhängen. Sind leichte Routen, werden manche Leute sagen, bist du wahnsinnig, jetzt hier auch auf Karpfen zu angeln. Wir erwarten hier keine Riesenfische. Ja, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon Videos von uns gesehen habt, von dem Gewässer jetzt hier. Die Größen halten sich wirklich in Grenzen. Also wir sind, was unsere Arten angeht, die wir heute abhaken wollen, wir sind da wirklich froh, wenn wir überhaupt die Art abhaken können, wenn wir untermaßige Fische von denen fangen, die wir wieder reinschmeißen, weil wir angeln hier nicht auf Größe. Das ist in so einem kleinen Gewässer oftmals nicht möglich, auch wenn hier schöne Überraschungen kommen. Das ist unsere Auswahl. Damit werden wir jetzt anfangen, Freunde. Und wir werden mal gucken, was wir jetzt hier gleich bekommen. Da Jonas schon gesagt hat, hier die Schwimmbrot-Freunde sind hier sehr aktiv, werden wir es, glaube ich, mal am Anfang gleich mit Schwimmbrot probieren. Beziehungsweise dann erstmal versuchen, die kleinen Weißfische abzuhaken, dass wir uns nach oben arbeiten. Los geht's. Such a place where the gravity is so large that even light can't get out is called a black hole. It's a star in which light itself is imprisoned. Black holes were theoretical constructs speculated about since. Freunde, das nenne ich doch mal fix. Da hat unser Herr der Sonnenflecken aber schnell hier den kleinen Uckel rausgekitzelt. Also Petri und Fischart Nummer 1 ist abgehakt. Da lässt man den Jungen einmal kurz allein und schon hat er hier einen Giebel im Drill. So, hier kommt dann der zweite Haken. Das heißt, Gewinne für euch. Geil, Giebel abgehakt. Sehr schön, Petri. Dank. Auch ich durfte mich entschneidern, aber kein Fisch, den wir noch nicht hatten. Also schnell zurück damit und weiter ans Werk. Denn eigentlich war das Ziel, eine Güster zu fangen. So, wir haben tatsächlich jetzt am ersten Spot doch mehr Zeit eingebüßt, als wir dachten. Wir wollten eigentlich wirklich nur kurz her, aber es ist hier auch wirklich viel an Fisch. Allerdings haben wir doch irgendwie eine große Menge gespookt. Ich dachte, Döbel sollte sich relativ einfach machen lassen. Werden wir jetzt noch weiter probieren, aber wir werden weiterziehen, weil anderthalb Stunden haben wir schon geloost. Und in der Dunkelheit, denke ich mal, wird uns eher noch der Raubfisch zur Verfügung stellen. Wir werden jetzt mal noch ein paar Weißfischarten im Hellen abhaken müssen. Kein Riese für seine Art hier, aber kleine Brasse ist damit abgehakt. Fischart Nummer 3. Geil! Zu? Schöner Fisch. Werden viele vielleicht nicht wissen, aber ich glaube, das könnte mein Barben-Pibi sein. Weil ich hatte bisher nur wirklich kleine Barben, so um die 15, 20 cm. Und werden gleich nochmal ordentlich messen, aber der hat sowas um die 40. Geil. Schöner Fisch. Ja, Petri, dank. Messen wir kurz und dann darf er wieder rein, weil trotzdem untermaßig, ne? Ja. Petri. Dank. Also Freunde, das habe ich auch noch nicht erlebt. Mal hier. Mein Poppy hat mir ein Handy-Ladekabel gebracht, ja. Also habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gefangen. Krasse Nummer. Kann man leider keinen Gewinn für euch abhaken, aber ist auf jeden Fall mal was Ausgefallenes, ne? Wird natürlich entsorgt. Leute, geil. Schaut euch das Schiff an. Damit habe ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Ich dachte echt, da kommt jetzt noch ein Giebel oder ein Döbel oder so raus. Ratet mal, auf was für eine Vorfachstärke. Das ist der Wahnsinn. An einer 1 bis 7 Gramm Route mit einem 0,11er Vorfach. Ich würde den schon auf 3 Kilo schätzen. So. Geiler Fisch. Richtig geil und Karpfen damit auch abgehakt. Unverhofft kommt oft. Geiles Teil.
Ich bin happy. Schöner Fisch. Petri. Petri, dank. Mit dem Fisch haben wir jetzt insgesamt 5 Fischarten abgehakt. Tatsächlich Karpfen immer so auf meiner Liste. Schwierige Fischarten, weil die doch in letzter Zeit auch einfach durch den Angeldruck an dem Gewässer hier und an anderen Gewässern auch immer recht skeptisch werden. Der war tatsächlich relativ unskeptisch, ja. Also der ist wirklich sofort aus seiner Deckung geschossen drauf, hat das Ding weggehauen. Wie gesagt, ich war darauf jetzt nicht vorbereitet, ja. Sollte euch jetzt nicht zwangsläufig ein Beispiel dran nehmen. Wie gesagt, 0,11er Mono-Vorfach hatte ich da dran. Das war jetzt wirklich Glück durch Arbeit mit der Bremse und Co. Klar, ich kann natürlich auch drillen, aber wenn man jetzt mit Karpfen rechnet, und habe ich jetzt nicht, ich dachte eigentlich eher Döbel oder Sonstiges, dann sollte man natürlich auch dickere Vorfächer wählen. Ja, auf der anderen Route habe ich ein 32er Vorfach drauf, das ist natürlich geeigneter für Karpfen. Ja, aber Fischart Nummer 5 und damit auch Gewinnpaket Nummer 5 für euch. Wir müssen uns trotzdem ranhalten, weil auch noch ein paar Weißfischarten fehlen. Ja, also gerade so Plötze, Rotfeder, Sachen, die jetzt eigentlich nicht zu schwierig sind, aber die haben wir tatsächlich noch nicht wirklich spotten können. Halten wir uns ran. Move mal noch ein bisschen weiter und halten euch auf dem Laufenden. Aber das war wirklich jetzt erstmal schon für mich heute echt ein Top-Fang. Das passiert auch manchmal nicht, wenn ich hier gezielt auf Karpfen hingehe, ja, dass man so einen schönen Fisch fängt. Also wirklich top. Petri, dank. Wir machen weiter. Das Bucken haben wir eigentlich ja schon abgearbeitet, aber es soll ja auch auf Hecht gehen und deshalb wird er jetzt mitgenommen und kommt nachher ins Wasser als Hechtköder. Hoffentlich bringt er uns was, ne? Da haben wir auch die Plötze abgehakt, Freunde. Geile Nummer, kleine Teigmurmel inhaliert. Herrlich. Ihr habt es gerade gesehen, die wahrscheinlich kleinste Güster, die ich je gefangen habe. Also wirklich nur so. Ich habe sie jetzt nur mal ganz kurz für euch noch mal gefilmt, dass ihr auch seht, wirklich eine gefangen. Ja, nach Ewigkeiten irgendwie, die Tierchen haben uns jetzt die meiste Zeit an der Nase rumgeführt. Einfach irgendwie immer an den Ködern vorbeigeschwommen. Jetzt hatten sie mal Bock, zumindest so eine kleine. Das heißt, Fischart Nummer 7 konnten wir abhaken, Freunde. Ihr seht es jetzt vielleicht schon, es wird leicht ein bisschen dämmerig. Ich habe schon die Polbrille abgesetzt, weil ich sonst mit der einfach gar nichts mehr sehe. Wir werden uns jetzt hier noch ein Stück weiter bewegen und mal gucken. Jetzt haben wir nur noch wenige Arten auf unserem Plan. Aber ich denke mal, ein paar Sachen sollten wir noch schaffen. Aber trotzdem, wir sind gut dabei. Voll nice. Da ihr meine nicht gesehen habt hier, seht ihr nochmal bei Jonas. Güster. Also, wir haben es abgehakt. So, Dunkelheit ist da, Freunde. Und, also, das kann man jetzt hier keinem mehr erzählen heute, ja. Nach dem Handy-Ladekabel habe ich jetzt hier noch, ich bin mir nicht sicher, ob es original ist, aber einfach eine Schnapsbulle auf dem Poppy. Wahnsinn. Also, es ist mir tatsächlich noch nie passiert beim Angeln jetzt hier, ja. Also, erstes Ladekabel, erste Schnapsflasche. Wahnsinn. Wir haben gerade mal versucht mit dem Köderfisch, weil wir 2 Hechte gesehen haben. Und der Hecht hat sich auch sofort unsere Ucke gepackt, aber leider hat er sie vom Haken abgerissen. Das heißt, wir hatten leider kein Glück. Wir haben noch ein paar andere Köderfische bei, da haben sie dann leider nicht mehr drauf reagiert. Jetzt werden wir es nochmal weiter versuchen. Dunkelheit ist da, macht es jetzt nicht wirklich leichter. Wir sehen wirklich nichts mehr, ist jetzt wirklich eher auf Gefühl, beziehungsweise ein paar Stellen hier am Graben sind beleuchtet auch. Mal gucken, was wir noch reißen können für euch, aber es gibt wahrscheinlich nicht mehr so viele Filmszenen für euch. Aber wenn noch was kommt, melden wir uns nochmal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir den ja auch mit verlosen. Vielleicht ist ja noch original drin. Ich habe hier an der Spundwand meinen Köderfisch hinter mir hergezogen, während wir zum nächsten Spot gegangen sind. Und da gab es plötzlich einen Einschlag drauf und ist natürlich nicht hängen geblieben. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich den dann nochmal hintreiben lassen, den Köderfisch. Und tada, da ist der kleine Hecht. Schön, Petri, na, haben wir Dank. In der Dunkelheit doch noch einen Räuber abgehakt. Ja. Ey. Nachdem der erste daneben gehackt hat, ist der kleine hier raufgegangen. Dickes Ding. Das ist Fischart Nummer 8. 8 würde ich sagen, ja. Geil. Na. Dickes Petri. Dickes Dank. Ja, läuft richtig gut heute. Leute, da ist der Döbel. Endlich, nach Ewigkeiten. Die haben uns auch ganz schön geärgert. Und mit Schwimmbrot. In der Nacht. Wir haben hier einen Spot gefunden, der so ein bisschen von außen beleuchtet ist. Wahnsinn. Ist zwar natürlich kein Riese, aber
Immerhin Fischart Nummer 9 jetzt. Jonas ist noch heftig am Spinnfischen. Mal gucken, ob da vielleicht noch Barsch oder Zander rauskommen. Freunde, es ist mittlerweile echt spät in der Nacht. Wir haben es jetzt 23:30. Wir haben doch ganz schön lange gemacht. Wir haben ganz schön übertrieben. Waren jetzt insgesamt dann 6,5 Stunden, wenn ich mich nicht verzählt habe, am Wasser unterwegs und haben dafür gar nicht mal so schlecht gefangen. Ja, also hier von unserer Liste haben wir jetzt insgesamt, 2, 4, 6, 8, 9 Fischarten abhaken können, ja. Also natürlich wäre es jetzt geil gewesen, wir hätten noch einen Barsch gefangen. Darauf haben wir jetzt am Ende mit kleinen Kunstködern ja auch noch abgezielt. Aber ich glaube, es war jetzt wirklich einfach zu dunkel, ja. Also die Kollegen sind dann einfach jetzt schon schlafen gegangen. Wir haben gerade auch noch mal hier im Wasser reingeleuchtet. Karpfen und Hecht sind auf jeden Fall noch aktiv, aber haben wir ja schon abgehakt. Von daher war heute wirklich unsere Challenge, wirklich jede Fischart einmal zu fangen von denen. Sonst hätten wir wahrscheinlich von den unterschiedlichen Arten auch noch mehr Exemplare fangen können. Auch Rotfeder hat gefehlt, ne? Also eigentlich ein Fisch, der ja in vielen Gewässern vorkommt. Aber ich glaube, da waren wir einfach mit den Stunden in der Helligkeit, waren wir einfach hinterher. Also es wurde dann schneller dunkel, als ich gedacht hätte. Vielleicht hätten wir es mal an einem Wochenendtag machen sollen, wo man früher gestartet hätte. Aber alles in allem super schick. Wir haben 9 Gewinnpakete, die wir an euch raushauen können, Freunde. Und jetzt sollte man natürlich auch noch dazu kommen, was ihr dafür mal machen solltet für uns. Ihr solltet auf jeden Fall Kanalabonnent von uns sein. An alle, die noch nicht Kanalabonnenten sind, auf jeden Fall mal jetzt hier auf Abonnieren drücken, damit ihr auch unsere Videos nicht verpasst. Ihr solltet dem Video einen Daumen nach oben geben und uns einen netten Kommentar unter das Video schreiben. Jonas und ich, wir werden gemeinsam dann am Ende die 9 Kommentare von euch auswählen, die wir hier mit den Gewinnpaketen beschenken werden und werden euch dann kontaktieren, wenn ihr gewonnen habt. Wir werden einen Zeitraum von 2 Wochen jetzt hier mal setzen. Sollte eigentlich ausreichen, ne? Und genau. Nochmal großes Dankeschön an der Stelle an Angelshop Gerstner für die Bereitstellung von unseren Gewinnpaketen. Ja, also danke nochmal, Matthias, dass du uns da die Gewinnpakete zugesagt hast. Ist nicht ganz so viel geworden, ne, wie es hätte werden können. Aber ich glaube, wir haben uns schon echt ganz gut ins Zeug gelegt hier. 9 Fischarten, 9 Pakete. Läuft. Ich meine, von 12 Fischen, die wir so halbwegs auf der Liste hatten, die wir als realistisch eingeschätzt haben, finde ich, kann man mit der Quote schon sehr zufrieden sein. Definitiv, definitiv. Wir haben alles gegeben. Wir haben auch hier wirklich bis zum Schluss noch gefischt, ja. Also Jonas hat wirklich auch gut hier den Hecht noch ans Band bekommen. Echt super Sache, dass das noch geklappt hat mit dem Köderfisch. Richtig nice. Schön, dass es auch mit einem schönen Karpfen funktioniert hat hier. Und die anderen Fische, ja, das war alles auch ein bisschen ausbaufähig. Ja, schöne Giebel haben wir ja eigentlich gefangen, ne? Schöne Größe. Und ihr habt es gesehen, so ein kleiner Graben in der Stadt. Wir wurden heute wieder angesprochen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? In der Stadt. Man hat natürlich auch Interaktion mit Leuten und viele Fragen wieder. Die klassischen Phrasen, gibt es hier Fische, kann man die essen? Ja, es gibt hier auf jeden Fall Fische, ne? Also in diesem Video jetzt sieht man es mal wieder, wie viele Arten auch wirklich in so einem kleinen Graben, den viele gar nicht als Biotop, als Lebensraum von Fischen auf dem Schirm haben, überhaupt drin sind, ja? Und es hätten noch einige mehr werden können, die sich aber heute gut vor uns verstecken konnten. Ja, so Freunde, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall ultra durch, ja? Eigentlich wollten wir uns jetzt noch was zu essen holen, aber ein bisschen jetzt Pech gehabt, ist schon echt ganz schön spät. Das heißt, es geht ab in die Haie, weil wir müssen beide morgen recht früh raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? Wenn ihr teilnehmen wollt, die Kriterien erfüllen. Und ansonsten, wenn ihr auch nicht teilnehmen wollt, trotzdem lasst dem Video einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und schreibt uns einfach sowas Nettes, ne? Wie gesagt, wir werden uns in 2 Wochen melden, wer von euch die 9 Pakete bekommt. Und jetzt würde ich sagen, schaltet wieder ein im nächsten Video von Halt's Maul, da beißt noch was. Leute, auf die nächsten 2.500. Ihr seid geil. Wir sehen uns. Ciao.